Hallo! Ja, seit langer, langer Zeit gibt es von mir jetzt auch endlich wieder Rezeptvideos, denn ja, für mich war das wie für viele andere Mamis in der jetzigen Zeit etwas schwierig, mich zu organisieren. Ja, mit Homeschooling, kleinem Kind und so weiter. Und ich lege halt eben immer sehr viel Wert darauf, dass mein Sohn eben nicht ja, in den Videos einfach dazwischen läuft oder reinkommt. Und deswegen ja, gab es lange Zeit von mir nichts, aber heute habe ich mir viel vorgenommen. Ich fange mit euch an mit einem Brot, und zwar ist das mein Weizen-Roggen-Mischbrot Bielefeld. Ja, und dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal den Teig herstellen, da der auch eine halbe Stunde gehen muss. Und ja, wie auch viele vielleicht die Problematik hatten, die Hefe war in den letzten Wochen auch etwas schwierig zu bekommen, und ich bekam sie dann tatsächlich auch als ja, 500 Gramm Block, den ich natürlich nicht sofort verarbeiten konnte. Deswegen habe ich mir einfach in Pralinenförmchen das Ganze, die Hefe eben eingefroren, portionsweise, sodass ich so ein Stück hat, ungefähr 10 Gramm. Ja, und das werde ich jetzt eben benutzen für mein Brot. Normalerweise würde ich das 2 Minuten auf 37 Grad Stufe 2 erwärmen. Ich nehme jetzt 2,5 Minuten, damit das auf jeden Fall auch die 37 Grad hat. Ja, fangen wir an. Und zwar gebe ich eben meinen gefrorenen Hefewürfel in den Mixtopf, gebe dazu 250 Gramm Wasser. So. Und ein Spritzer Honig, aber ihr könnt natürlich auch eine Prise Zucker nehmen. Und ich löse das jetzt eben auf in 2,5 Minuten auf 37 Grad Stufe 2. So, Hefe ist jetzt gut aufgelöst. Ob ich es auch mal zeigen kann. So, ich hoffe, man sieht es jetzt. Ja. Okay, jetzt gebe ich schon mal weitere Zutaten hinzu, und das sind die Mehle, das ist Trockensauerteig. Trockensauerteig, das ist ja, Sauerteig, den ich sogar selber getrocknet habe. Aber ihr könnt natürlich auch den Sauerteigextrakt, den ihr kaufen könnt im Tütchen, den könnt ihr auch verwenden. Also es kommen noch 10 Gramm Trockensauerteig hinzu. Dann habe ich hier 250 Gramm Weizenmehl 550. Roggenmehl 1150, und zwar 165 Gramm. 10 Gramm Himalaya-Salz. Und dann füge ich noch hinzu 80 Gramm Naturjoghurt. Ich nehme da den 10-prozentigen, den griechischen, aber ihr könnt natürlich auch die Fettstufe selber bestimmen. So. Das Ganze gebe ich jetzt auf die Teigknetstufe für 3 Minuten. So, schon ist euer Teig fertig. Und der sieht jetzt so aus. Und den gebe ich jetzt hier in meine große Nixe. Ihr könnt einfach auch eine große Schüssel mit Deckel nehmen, und lasse ihn eine halbe Stunde an einen warmen Ort gehen. So, ich bin zurück mit meinem Teig. Der hat jetzt eine gute halbe Stunde an einem warmen Ort geruht. Und den gebe ich mir jetzt auf meine Teigunterlage, die ich vorher bemehle. Mal gucken, ob man das alles gut sieht hier. Ja, sieht gut aus. Können wir ein bisschen so machen. Ein bisschen näher bringen. So. So, zack, den Teig drauf. Das mache ich übrigens immer ganz gerne mit dem Sauberfix-Plättchen, was der Stoneware immer auch beiliegt. Denn damit kriegt man die Teige recht gut aus der Nixe raus, finde ich. So, jetzt falte ich den Teig ein paar Male. Der ist sehr weich. Falten also immer von außen nach innen. Damit wir ein bisschen platt machen. So, dann machen wir nochmal einmal. Und den gebe ich mir jetzt hier in den kleinen Zaubermeister. Könnt es aber auch im runden Zaubermeister machen. Das passt genauso gut. So sieht es jetzt aus. Machen wir noch ein bisschen Mehl drüber.
Und dann ritze ich mir noch ein Muster ein. Warte mal. So. So sieht es jetzt aus. Und dann noch den Deckel aufsetzen und in den kalten Backofen geben. Bei 230 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 Minuten. Und dann nachher nochmal ein paar Minuten ohne Deckel, aber dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ich zeige euch jetzt einfach mal das Brot, wie es jetzt aussieht nach den 45 Minuten. Und jetzt gebe ich es einfach nochmal ohne den Deckel für weitere 5 bis 7 Minuten rein. Immer mal ein Auge drauf halten, dass es eben nicht zu braun wird. Und dann zeige ich es euch natürlich gleich nochmal. So, mein Brot war jetzt 5 weitere Minuten im Ofen. Das sieht jetzt so aus. Und ich gebe es mir jetzt hier mal auf das Kuchengitter. Normalerweise würde ich das jetzt auch erstmal noch gut auskühlen lassen vor dem Anschneiden, aber ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten, wie das klingt und wie schön knusprig das geworden ist. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal in der Mitte durch. So, seht ihr das, wie wunderbar das aussieht. Wenn es abgekühlt ist, da habt ihr natürlich nicht diese Knötchenbildung. Das ist jetzt einfach, weil es noch so, so frisch ist. Ein wunderbar tolles Brot. Schaut euch auch die Fotos im Anschluss noch an. Wenn ich es aufgeschnitten habe, da war es in einem kalten Zustand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, besucht mich gerne auf kinderleichtkochen.com. Lasst mir ein Abo da und einen Daumen hoch. Herzliche Grüße, eure Sandra.